Oh, ist das mein Kaffee? Das ist aber ein reichhaltiges Frühstück. Kann man deinen Kopf noch haben? Ja. Nee, das geht nicht. Du kannst Fakt ist, der Bäcker ist anscheinend sehr teuer geworden. 4 Euro für 7 Schrippen und 2 Käsebrötchen finde ich auch teuer. Wie gesagt, 120 Euro im Monat, das ist zu viel. Ist ein Ding, ey. Auf alle Fälle gehen wir jetzt nicht mehr zu dem Bäcker. Toll. Hat er geschafft. Knack. Nicht erschrecken im neuen Jahr. Ja, dann muss er sich nicht erschrecken, wenn seine Kundschaft abspringt, wa? Der ist ja sowieso nicht so gut, aber das ist halt so mit der gleichen Qualität auch noch die Preise erhöht, so derartig. Papa, es wurden sogar schon Pfannkuchen wurden auch entfernt. Die waren auch teurer. Hab ich auch gesagt zu ihm. Aber da ist mir irre, ich sag, wieso sind jetzt so teuer, wenn du sonst 1 Euro ein Stück? Hat er auch gesagt, alle kosten 1 Euro, sonst kosten die 1,20. 1,20? Nee. 1,20? Sonst kosten sie 1 Euro. Jetzt. Heute kosten sie 1,20. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man an dem Tag richtig viel Umsatz erwartet, gerade mit dem Produkt, dann macht man das auf, lässt man das doch auf den gleichen Preis. Noch weniger, damit die Leute mehr kaufen. Ja, weniger. Kannst du ja gleich lassen. Du bietest ja das an. Das ist ja auch gerecht. Das ist ja in Ordnung. Ich meine, gut, das ist ja nicht mehr vor 10 Jahren, wo es im Hemd noch 60 Cent gekostet hat. Eine Preissteigerung ist ja schon drin, aber dass das so extrem ist. Ist das mein Kaffee? Ja. Ja? Wenn du mich hast. Oh, okay. Das war Frühstück. Oh, die Buchführung von gestern müssen wir noch machen. Scheiße, das ist das. Ich kann die heute aussehen lassen. Ich bin schon aussehen. Heute 4 Euro beim Bäcker. Ich komme nie wieder beim Bäcker. Das ist halt zu teuer. Okay. Okay. Schatz. Schatz. Spaß. Schatz. Tschüss. Bis dann, Schatz. Ich hab dich auch, Schatz. Ja, Schatz. Okay, Schatz. Bis später, Schatz. Tschüss, Schatz. Schatz, ciao. Guten Morgen. Moin. Naja, heute. Nee, da komme ich lieber Montag. Nee, Montag bin ich nicht mehr da. Heute ist letzter Tag, Trödel. Heute hast du den letzten, machst du hier zu? Nee, Trödel mache ich den letzten Tag. Ach so. Und dann mache ich ab März wieder auf. Also musst du heute irgendwann noch kommen, später. Ich komme nicht an, heute bis 15 Uhr bin ich da. Ja? Ja. Nee, ich schau mal, die sind mit Muttern unterwegs. Na, dann seid mal mit Muttern lieber unterwegs, ist ja auch besser. Aber wenn du im März wieder aufmachst, dann hast du ja noch Trödel. Dann habe ich auch ein bisschen Trödel da. Ja, ja. Aber gut. Weil bei denen hole ich immer was, wenn ich hochkriege. Bei denen lassen sie auch mal Fahrradteile machen, ist doch ja, was. Siehst du? Also, du wolltest mir mal die Adresse aufschreiben für die Motorräder, die Versteigerung. Ja, das ist oben bei der Gottlieb Dunkel. Gottlieb Dunkel, bei der Stadtautobahn da. Richtung Radestraße. Ja, ja. Ja? Salburgstraße. Ist im Industriegebiet doch. Ja, sag ich, wo der 277er durchfährt. Ja, weiß ich gar nicht, welcher Bus der ist. Ja, der fährt auch durch, der hält da auch dann bestimmt da auf. Richtung Mariendorf. Wo die Brücke ist, wo der Kanal ist da unten. Genau. Ja, genau da unten, Arni. Ja, da weiß ich, wo der ist. Geht ein, klar. Aber ich komme. Ja, macht es. Bis dann. Ja, hier ist schon witzig. Zack. Zack. Letzter Tag? Ne, der hüllt los. Mal auf, gleich, geh mal da.
So, ja, tut mir leid, Leute, jetzt hier im Laden, wenn ich hier Trödel mache, da werde ich das nicht kommentieren. Großartig, da werde ich einfach das laufen lassen und stelle die Kamera wieder hier hin. Und dann habt ihr wieder so ein Fast Play sozusagen. Jetzt sind wir ja, steht ja 11 Uhr dran. Stimmt ja, die 10 Uhr ist es. Auch kurz nach 10. Und da habt ihr die Kamera wenigstens mit der Optik auf die Uhr. Dann seht ihr, wie spät es ist. Und ja, da gibt es ja nichts zu kommentieren. Also wenn es hier was Dolles gibt, dann werde ich das kommentieren. Aber passiert ja nichts Aufregendes. Aber da habt ihr mal einen Überblick, wie es jetzt hier so läuft an so einem Tag, dass man sich eigentlich nur die Beine in den Bauch friert. Langsam. Nachher müssen wir noch zum Kindergeburtstag wieder. In der Familie hat jemand Geburtstag. Da müssen wir noch hin. Also es ist wirklich Action hier. Ganzen Tag. Na, viel Spaß. Jetzt erstmal wieder beim Fast Stream sozusagen. Eine Stunde zurückrechnen, ne? Könnt ihr auch einstellen, habt ihr recht. Komm aber nicht ran. Na, ja, das war das Problem. Oh, kriegt die Krise. Und schwupps, halt da oben kein Nagel mehr in der Wand. Na toll. Oh. Hätte ich es doch einfach dran gelassen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Kann man das so sehen? Ja, kann man auch. Also, FF, viel Vergnügen. Ich räume raus und es geht los. Na, Wolfgang. Ja, jetzt kommt ein bisschen Kitsch hier. Ein bisschen Kitsch. Wolfgang hat eine neue Mütze bekommen hier. Ich werde die schenkt diesen Jahres. Hier, Jahr 2019. 2019, Hut 2019. Wolles Hutmode. Sag mal hier, Bad Liebenstein in Thüringen. Das ist natürlich von den Kleinen gehabt, Mensch, ja. Das war süß, wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Ding haben, ja, war süß, wenn ich das, ja. Und hinterher, ich wollte nicht geguckt haben, weil ich steht die Quelle, ja. Weil ich, naja, das ist... Sollst du nicht alle kaufen? Ach, wo? Nee, das ist ja so, nee. Das ist ja, das sieht alles so schön aus. Aber ich habe immer so viel Ding gemacht. Was willst du dafür haben? Für ein Stück Kuba? Ja. Ein Fünfer. Ein Stück von Kuba. Du kaufst nichts zum Verkaufen. Wenn ich so einen Schrott kaufe, dann. Das ist doch, das gibt es wahrscheinlich nirgendwo mehr. Nee, das wird nee, keiner mehr haben so in der Form. Nee, das ist wirklich ein Unikum. Ja? Das war so, wenn ich dachte. Hat mich auch gefreut. Ja. Zeitraffer.
Denn die sind ein bisschen schwerer. Ein bisschen massiver. Ein bisschen mehr zusammengepresst. Mehr Press sparen, ja. Boah, Alter. Ups. Ja, zum Glück gibt es Beine zum Abstützen. Ne? Aha. Perfekt, das war's. Geschafft. Mein Sohn hat mir geholfen, das ist sehr gut. Und jetzt fahren wir zum Kindergeburtstag. Also los. Ich bin jetzt endlich angekommen. Jetzt gehe ich zum Kindergeburtstag und hole meine Familie eigentlich ab. Es ist jetzt schon wieder spät, wa? Die müssen auch ins Bett. Also ist das da. Ich arbeite, die feiern. Ja, ich habe meine Kinder eingesammelt, meine ganze Familie. Und jetzt? Ja, das sind wir wieder. Jetzt ab nach Hause. Ist ja doch noch gelohnt. Also, bis gleich. Gut, liebe Leute, wir sind zu Hause angekommen. Jetzt schneide ich noch den ganzen Tag zusammen und dann sehen wir uns morgen wieder. Also macht es gut. Bis morgen. Bleibt gesund. Ciao.